Francisco López Villafranca will Bürgermeister der mexikanischen Stadt San Carlos werden. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Wahlkampf. Doch er sitzt wegen Mordes im Gefängnis ein. Er ist einer von vielen Kandidaten bei den anstehenden landesweiten Wahlen in Mexiko, die es mit dem Gesetz offenbar nicht ganz so genau nehmen. Der Wahlkampf in dem Land wird von einer Welle von Gewalt überschattet. Vielerorts werden Kandidaten ermordet, so wie im südlichen Bundesstaat Oaxaca. Der Kommunalpolitiker Emigdio López Avendaño war mit 4 weiteren Menschen auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung, als sein Wagen angegriffen wurde. Alle Insassen wurden getötet. Die Opfer waren Unterstützer des linken Präsidentschaftskandidaten Andrés Manuel López Obrador. Andernorts, so wie in der Kleinstadt Ocampo, werden alle Polizisten festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, an der Ermordung des Bürgermeisterkandidaten Fernando Ancheles beteiligt gewesen zu sein. Mord, Korruption, Folter, Amtsmissbrauch, Drogenkriminalität – die Liste der Vergehen zahlreicher Kandidaten bei den anstehenden Präsidentschafts-, Parlaments-, Regional- und Kommunalwahlen in Mexiko ist lang. Nicht wenige verbüßen dafür eine Freiheitsstrafe und machen derweil aus dem Gefängnis heraus Wahlkampf oder geben Morde in Auftrag. Seit Beginn des Wahlkampfs wurden in dem Land bereits mehr als 100 Politiker und Kandidaten getötet. Die Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität ums Leben kamen, beläuft sich auf mehrere 10.000.